Leve Marie, 40 Jahre Pavaya bei mir. Tommy Milhome im Domradio und Detlef Vorhold und Sven Welter von den Pavayern sind bei mir. Und das ist auch gut so. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Wir freuen uns sehr. Ganz am Anfang, 83, habt ihr viel dem unvergessenen Hans Knipp zu verdanken, denn er hat ganz viele der ersten Hits geschrieben, ne? Ja, das stimmt. Wir haben den Hans Knipp irgendwo kennengelernt, da haben wir noch Tanzmusik gemacht und ja, durch eine komische Verbindung kamen wir irgendwann auf das Thema Kölsch, weil wir das eigentlich schon lange vorhatten und dann kam er mit zwei Liedern an, Ich nehme der Dom mit und Am Rosenmontag. Und das waren tatsächlich die ersten Lieder, haben wir uns die Demos angehört und waren erst eigentlich gar nicht so überzeugt und haben gedacht, naja, ob es das jetzt ist. Aber wir sind dann einfach mal ins Studio gegangen, das hat er alles damals geklärt und haben im Grunde genommen dann unsere erste Single aufgenommen. Und das kam dann auch noch an. Der davor nickt und lächelt dabei. Von dem Moment an waren wir drin im Geschäft. Und den Namen Pavaya hat tatsächlich Hans Knipps Frau Heidi angeblich blind und rein zufällig aus einem Wörterbuch gefischt. Einfach so eine Seite aufgeblättert und zack, mit dem Zeigefinger drauf. Das war dann Pavaya. Ja, ja, im Grunde genommen hatten wir die Aufnahme schon gemacht und fürs Cover braucht man natürlich dann auch einen Namen. Und dann saßen wir beim Hans Knipp, im Wohnzimmer und dachten, ja, wie können wir uns denn nennen? Und da war ein Nachmittag, der war schon lustig. Und das war also tatsächlich so. Heidi Knipp hat dann auf einmal das Lexikon aufgeschlagen und sagt, guck mal, was steht denn hier? Und haben uns die Umschreibung angeguckt. Papaya, ja. Was ist denn das überhaupt? Ja, alte Berufsbezeichnung. Das waren früher die Leute, die in Köln die Straßen gepflastert haben, im 17. Jahrhundert. Und da haben wir gedacht, okay, dann pflastern wir jetzt die Straßen einfach mit Musik, anstatt mit Pflastersteinen. Und haben den Namen uns angenommen. Und Musik ist auch ehrliches Handwerk. Ja, ja, kann man das sagen. Stimmt, die Pflasterleger. Ja, wenn wir 40 Jahre Pavaya feiern wollen, dann haben wir natürlich erstmal fast 30 Jahre mit Frontmann Micky Brühl. Und dann 12 Jahre mit Sven Welter. Den Wechsel habt ihr super gut verkraftet. Aber war das nicht eine brenzliche Situation, nach so langer Zeit den Frontmann zu wechseln? Ja, mit Sicherheit ist das immer eine schwierige Situation. Ne? Es geht ja auch nicht immer so ganz einfach. Meistens hat es ja auch viel mit Streitigkeiten und sonstigen Dingen zu tun. Aber die Fans, die gewöhnen sich natürlich lange an einen Sänger und meinen immer im ersten Moment, also wenn der jetzt nicht mehr da ist, dann geht es nicht mehr weiter, dann geht es unter. Ne? Mhm. Und wir haben dann, ja, Sven, wann haben wir uns kennengelernt? Ja, das war im Grunde genommen, war das 2010 ja. Oder 2009 eigentlich schon kennengelernt. Gibt eine witzige Anekdote, weil ich habe 2003 das allererste Mal in einer Karnevalsband gesungen, Die Junge aus Bonn. Ja. Und durfte damals dann relativ schnell zu einem großen Auftritt in die Rheingoldhalle fahren, nach Mainz mit den Jungs. Und wir waren im Foyer gespielt und drin spielten dann, ich glaube, die Höhner, die Föß und die Pavaya auf jeden Fall. Und die Räuber waren dabei. Und da habe ich die Jungs, sagen wir mal, irgendwie kennengelernt und dann ganz lange nicht nur als Kollegen wahrgenommen irgendwie, ne? Und ja, dann hatte ich irgendwann, war ich bei der Band Die Straße Fair, hatte einen Song geschrieben, Wir kommen alle in den Himmel. Die waren auch schon zu Gast in dieser Sendung. Genau. Und dieser Song ist auf die Karneval der Stars gekommen, was mich unheimlich gefreut hat damals. Und dann gab es vorher mal ein Gespräch und irgendwie kam dann ein Anruf auf jeden Fall. Mhm. Und das war 2010 im Frühjahr. Ja, und am 1.6.2010 stand ich das erste Mal mit auf der Bühne. Ach. Das war schon ein ganz schöner Ritt damals, genau. Das glaube ich, so jemand zu ersetzen, der einfach auch immer eine Marke war. Aber es war ein geschickter Schachzug, den Alterswechsel zu vollziehen. Ja, das war ja gar nicht so vorgesehen. Also genau. Ich habe den Sven angerufen, weil wir haben natürlich vorher so ein bisschen miteinander schon zu tun gehabt. Dann habe ich ihn gefragt, hör mal,
Wüsstest du denn einen, der... Die Frage werde ich nicht vergessen. Wüsstest du vielleicht einen so in deiner Umgebung, den du dir vorstellen könntest als Sänger der Pavaya? Nee. Und dann sagst du, das fragst du mich. Nein, der hat mich gefragt, kennst du einen, der Gitarre spielt und singt? Ja, genau. Dann habe ich gesagt, ja, ich wasche morgens einen. Oder fragst du jetzt mich oder fragst du wegen einem anderen? Dann haben wir, ja, ich glaube, 4 Stunden später stand ich im Proberaum. Also es war eine ganz skurrile Situation. Und wir wollten vielleicht doch eine Art Ausschreibung machen, Leute testen, vorsingen lassen und alles. Und ich erzählte meiner Band dann dieses Telefonat mit dem Sven, was wirklich ein bisschen lustig gelaufen ist. Und dann fragt nämlich, wer ist denn das? Ne? Ich kannte ihn jetzt nicht. Ja, ich kenne den jetzt einfach auch über Pavement und aber der kommt nicht in Frage, der ist eigentlich viel zu jung. Das war erstmal so meine. Ich könnte ja mein Sohn sein. Ne? Wir können ja mal vergleichen. Wir hören mal einen Pavaya-Hit aus der alten Zeit mit Micky Brühl als Leadsänger. Ich habe eine Musik bestellt, einer der ganz frühen Sachen. Und gleich hören wir den aktuellen Sessionshit Humba Humba. Domradio mit den Pavayern, zumindest Sven Welter und Detlef Vorholt sind da. 40 Jahre Pavaya. Mit 5 Konzerten wird es gefeiert im April in der Volksbühne am Rudolfplatz. Und zwar vom 19. bis 23. April. Gibt es da noch Karten? Ja, der Vorverkauf hat begonnen, ne, und sind auch schon einige Karten verkauft. Das ist ja so für uns wie so eine Art zweites Wohnzimmer, ne? Das ist einfach... Ihr spielt da immer. Ja. Wir spielen da... Und dann auch direkt 5-mal hintereinander. Ja, ich glaube, wir sind sogar die Band, die da am längsten spielt, ne? Mit den Föhs zusammen, würde ich jetzt mal meinen. Für mich persönlich war das absoluter Wow-Moment, das erste Mal da auf der Bühne zu stehen. Weiß ich noch ganz genau. Und auch ganz kurz zu eben. Es war ja nicht so, dass es geplant war, dass ich auf einmal der Sänger der Pavaya bin, sondern der Plan war ja eigentlich ein anderer, dass ich nur an der Seite stehe und ab und zu mal eine Nummer singe. Mhm. Und als dann das erste Mal, deswegen komme ich jetzt nochmal drauf, als das erste Mal der Vorhang aufging im Milowitsch Theater, Volksbühne hieß früher so, ja. Für mich ist das Milowitsch Theater. Das ist blöd, ich weiß. Also es ist die Volksbühne am Rudolfplatz, ich weiß. Aber es ist irgendwie Milowitsch Theater. Ich bin damit aufgewachsen. Ja. Ich habe mit meinem Vater früher die Milowitsch Konzerte im Fernsehen geguckt von der Pavaya. Also naja, das war schon ein sehr besonderer Moment auf jeden Fall. Und wir freuen uns auf diese Konzerte unheimlich. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir machen das 40-Jährige nicht jetzt so mit so einem neuralgisch in einem Konzert, sondern feiern das einfach das ganze Jahr. Eben. 40 Jahre kann man auch durchaus mal ein Jahr feiern. Und ich finde auch, dass die Jungs das auch mit Fug und Recht feiern dürfen ein ganzes Jahr lang. Was ich auch sympathisch finde, ist, dass ihr nicht einmal im Stadion spielt, sondern 5-mal im kuscheligen Theater. Ja, wie gesagt, wir haben ja noch mehrere Konzerte. Wir spielen auch im Gloria Theater, im Elzhof. Also viele Locations, die sich so bei uns so eingebürgert haben in dem Jahresplan, sag ich mal. Und wir wollten einfach nicht immer höher, schneller, weiter, reicher, sondern also im Grunde um das, was wir eigentlich, wovon auch die ganzen Jahre leben und warum soll man nicht da auch hingehen? Ne? Ja. Ich habe gesehen, Klaus Lückerath fliegt über die Band auf der Internetseite als Engelchen. Ja, für die Weihnachtstour, die jetzt kommt. Genau. Das war klasse. Er hing an Seilen bei dem Fotoshoot. Ja. Das war wirklich lustig. Ich dachte, das ist eine Montage. Nee, ist es nicht. Wirklich nicht. Der schwebte gucken wirklich Sie mal über bei uns. Pavaya.de rein. Ja, super. Er ist mit der leichteste. Ne? Deswegen haben wir. Er ist mit Abstand der leichteste. Guck mich an. So, auf jeden Fall. Die Weihnachtstour ist für uns eine absolute Herzensangelegenheit. Wir haben jetzt Ende November, am 1. Advent geht's los, passenderweise. Und wir spielen an vielen, vielen Orten, spielen hier um die Ecke bei den Kollegen des anderen Senders sozusagen, ne? Im Sendesaal. Im WDR Funkhaus. Funkhaus, genau. Aber in vielen Kirchen auch. Ja, wir sind auch in vielen Kirchen, genau. Wo wir total stolz drauf sind, dass wir in St. Aposteln spielen. Das machen wir jetzt seit vielen Jahren. Unglaublich tolle Atmosphäre. Wir spielen in der Emanuelkirche in Longerich. Wir sind in Neubrück in St. Adelheid. Ja. Also wir sind da wirklich wirklich beseelt von dem Gedanken, dass wir dieses weihnachtliche Gefühl transportieren. Also da gibt es kein Lev Marie oder Humba Humba oder sowas, sondern es gibt wirklich kölsche Weihnacht, die ja auch sehr stark mit Hans Knipp verbunden ist. Wir schreiben selber
Weihnachtssongs. Wir haben tolle Gäste dabei dieses Jahr. Den Marc Metzger, eine Sopranistin, die uns seit Jahren begleitet, die Constanze Störk, die wunderbar singt. Wir haben Detlefs Sohn, den Danny, dabei mit seiner Band Auerbach. Als Gäste? Als Gäste, okay. Bei der Tour, genau. Habe ich heute noch in der Sendung gespielt. Vielleicht haben Sie es auch gehört vorhin. Genau, und wir haben Kinder dabei, weil die einfach für uns auch dazugehören. Aufgrund der ganzen Dinge der letzten 2,5 Jahre werden es nicht mehr große Chöre sein, sondern eher 2 Kinder, die was singen. Mhm. Wir freuen uns da unheimlich drauf. Das ist für uns wirklich eine durch und durch Vollblut-Herzensangelegenheit. Die Streicher vom WDR Funkhausorchester begleiten uns die ganze Tour. Also es ist wirklich eine ganz tolle Konzertreihe, die wir da jetzt ins Laufen bringen. Und da freuen wir uns unheimlich drauf. Jedes Jahr und dieses Jahr vielleicht nochmal ganz besonders. 28. November St. Aposteln, 30. November Immanuelkirche. Und alle Termine unter pavaya.de. Und ganz das genau. Ist der Hit zur Karnevalssession, die jetzt am 11.11. startet. Humba Humba, ist auf der Karneval der Stars auch drauf. Genau. Detlef Vorholt, Sven Welter, vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Vielen Dank.